Ich bin Kilian Baumann, ich bin gelernter Landwirt. Ich führe einen Biobetrieb in Sauberg und bin jetzt seit 4 Jahren. Mein Name ist Ursula Schneider-Schüttel. Ich bin Nationalrätin aus dem Kanton Freiburg, wohne in Murten und bin Anwältin. Manfred Bühler, ich bin bisheriger Nationalrat, Gemeindepräsident von Gortenbär und beruflich bin ich als Anwalt tätig. Ich setze mich für soziale Gerechtigkeit und für Klimaschutz und Umweltschutz ein, insbesondere. Und das sind ja die Themen, die ich in den letzten... Ich setze mich in Bern vor allem für die Menschen und für die Umwelt ein. Naturschutz ist ein wichtiges Thema, Klimakrise, Biodiversitätskrise. Ich setze mich aber auch dafür. Im Nationalrat wollte ich mich weiterhin für eine liberale Wirtschaft engagieren, für eine kontrollierte Migration, für eine starke Landwirtschaft und für unsere Sicherheit. In welchem Fall darf die Schweiz als neutrales Land Waffen liefern? Die Waffenlieferungen sind nicht im direkten Zusammenhang mit der Neutralität, aber es versteht sich von selber, dass keine Waffen geliefert werden sollen, wenn ein Land aktuell in einem Konflikt steckt. Hingegen darf man durchaus diverse Liberalisierungen vornehmen. Die Schweiz soll nicht Waffen liefern in ein Land, wo ein Krieg herrscht. Das finde ich sehr schwierige Ausgangssituation. Es müssen auf alle Fälle Menschenrechte eingehalten werden. Es müssen gewisse Sicherheiten da sein, dass die Waffen nicht... Ich bin gegen die Waffenlieferungen, aber ich habe hier im Bereich eine andere Position als meine Partei. Ich bin der Meinung, dass man es anderen Ländern nicht verbieten sollte, Waffen zu liefern. Welche Rolle hat der Nationalrat bezüglich des Finanzplatzes Schweiz? Der Nationalrat muss sicherstellen, dass der Finanzplatz Schweiz aufrechterhalten bleibt, aber auch, dass nachhaltig investiert wird. Investitionen von Finanzen sollen nicht zu Menschenrechtsverletzungen oder zu... Der Nationalrat muss die Rahmenbedingungen für den Finanzplatz festlegen. Die Bedingungen die müssen so liberal wie möglich sein, sodass der Finanzplatz nach wie vor viel Geld generieren kann, das nachher via Steuererträge für unser Sozialsystem zur Verfügung steht. Ich bin der Meinung, dass die Schweizer Politik viel genauer hinschauen muss beim Finanzplatz, was Banken machen, was für Gelder in der Schweiz angelegt werden. Hier haben wir eine wichtige Aufgabe in der Politik.